Siehst du, da draußen. Tiefst von Nessen. Das ist Gottes Regen, mein Kind. Teufelsregen. Jesus, was sind das für Reden, Regine? Was ich sagen wollte. Stamp nicht so mit dem Fuß, Mensch. Der junge Herr schläft. Schläft? Am helllichten Tag? Kümmere dich um deinen Kram. Ich war auf einer Sauferei gestern Abend. Glaub dich. Tja, mein Kind, wir Menschen sind schwach. Allerdings. Aber Gott ist mein Zeuge. Heute früh, 5:30, stand ich wieder an der Arbeit. Ja, ja, verschwinde. Ich hab hier keine Gewinnung. Was hast du nicht? Ich will nicht, dass man dich hier sieht. Verschwinde. Heute Abend bin ich fertig mit der Arbeit am Schulhaus. Und heute Nacht fahre ich mit dem Dampfer zurück in die Stadt. Glücklicherweise. Danke, mein Kind. Weil morgen weihen sie hier die neue Anstalt ein. Da gibt's wieder drunter und drüber mit alkoholischen Getränken. So viele feine Leute werden da kommen morgen. Pastor Manders aus der Stadt wird auch erwartet. Wer kommt heute? Siehst du, der soll mir verdammt nochmal nichts anhängen können. Ach, so ist das. Was hast du vor? Tja, also, was ich sagen wollte. Heute Nacht fahre ich zurück in die Stadt. Je eher, desto besser. Und ich will dich mithaben, Regine. Ich bin hier aufgewachsen, bei Frau Kammerer Alwin. Hast du ein eigenes Kind? Und das soll ich zurück zu dir. In das Haus. Pfui Teufel. Du widersetzt dich deinem eigenen Vater, du Luder. Du hast doch immer gesagt, ich gehe dich nichts an. Mach Unsinn. Lass das. Du hast mich immer angebrüllt und geschrien, ich sei eine Titon. Oh Gott, ist mein Zeuge, nie habe ich so ein hässliches Wort benutzt. Außer, wenn ich einen wegreife. Was soll ich in der Stadt? Ich will was Neues anfangen. Das hast du doch oft genug probiert. Und immer ging's schief. Ich habe was zusammengespart von meiner Arbeit an dem neuen Asyl. So, schön für dich. Das Geld will ich in eine Sache stecken, die sich lohnt. So, eine Art Gästehaus für Seeleute. Ach so. Ein richtig feines Haus, verstehst du? Nicht so ein Saustall für Matrosen, so ein Smutjepufter. Nee, verdammt nochmal. Für Kapitäne und für Steuermänner. Ganz vornehme Leute. Und das soll ich? Ja. Nur so zum Schein, verstehst du? Ja, ja. Eine Frau im Haus muss sein, das ist doch sonnenklar. Am Abend, da will man sich ein bisschen amüsieren mit Gesang und Tanz und so weiter. Das sind weitgereiste Seeleute von allen Weltmeeren. Sei nicht blöd, Regine. Steh dir nicht selbst im Weg. Was sollen hier aus dir werden? Auf bekloppte Kinder aufpassen in der neuen Anstalt? Ist das was für dich? Bist du so versessen darauf, dich nur zu schuften für diese verschissenen Gehör? Nein. Wenn es nach mir ginge. Ich kann ja noch kommen. Ich kann ja noch kommen. Was soll kommen? Nichts für dich. Hast du viel Geld gespart? 700-800 Kronen, alles in allem. Nicht schlecht. Für den Anfang reicht's. Schenkst du mir was von dem Geld? Nein. Wenigstens ein Kleiderstück. Komm zu mir in die Stadt, kriegst du Kleider, so viel du willst. Das kann ich auch so haben. Aber an der Hand deines fürsorglichen Vaters wär's besser. In der kleinen Hafenstraße, da kann ich ein schönes Haus kriegen. Für wenig Geld, sehr geeignet als Seemannsheim. Ich will nicht zu dir. Ich habe nichts mit dir zu tun. Geh endlich. Du wirst ja verdammt nochmal nicht lange bleiben. Leider, wenn du klug bist und dich richtig aufführst.
Bist ein hübsches Mädchen geworden die letzten Jahre. Und? Bis ein Kapitän kommt oder ein Steuermann, dann dauert's nicht lang. So jemand heirate ich nicht. Seeleute haben kein Savoir-vivre. Ein was? Die kann man nicht heiraten. Dann heirate nichts, lohnt sich trotzdem. Der Engländer, der mit der Yacht. 300 Taler hat er ihr gezahlt und sie war nicht schöner als du. Raus! Na, 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 willst du mich schlagen? Ich schlag, wenn du so von Mutter sprichst. Raus jetzt! Du hast sie früh genug zu Tode gequält. Du knall nicht die Tür. Der junge Herr Alvin schläft, ich weiß. Du bist ja sehr besorgt um den jungen Herrn Alvin. Er etwa derjenige welcher? Raus auf der Stelle! Du bist verrückt, Mensch! Ja, nicht da. Da kommt was der Mann. Die Haustür. Mach ich. Aber frag den mal. Der kann dir sagen, was ein Kind seinem Vater schuldig ist. Und dein Vater bin ich. Das kann ich beweisen aus dem Taufregister. Ist das Englisch? Ja. Entspannt. Was zum Mann das? Guten Abend. Guten Abend. Sieh hier. Ist der Dampfer schon da? Eben angekommen. Ein schreckliches Regenwetter haben wir zurzeit. Aber ein gesegnetes Wetter für den Landmann, Herr Pastor. Gewiss, gewiss. Das bedenken wir viel zu wenig, wir Stadtmenschen. Ach, tut es gut, endlich wieder ein Dach über dem Kopf. Hier auf dem Hof steht doch alles zum Besten. Oh ja, vielen Dank. Aber tüchtig zu tun, wegen morgen, nicht wahr? Ach, da gibt's einiges, ja. Frau Alving ist hoffentlich zu Hause. Gott behüte, ja. Sie richtet mir die Schokolade um, für den jungen Herrn. Richtig, ja. An der Anlegestelle hieß es, Oswald soll angekommen sein. Vorgestern. Wir hatten ihn erst heute erwartet. Frisch und munter, hoffe ich. Danke. Nur schrecklich müde nach der langen Reise. In einer Tour direkt von Paris. Ich glaube, er schläft gerade. Wir müssen ein klein wenig leiser sprechen. Psst. Mucksmäuschen still, wollen wir sagen. Bitte, Herr Pastor. Okay. Nehmen Sie Platz. Danke. Okay. Und machen Sie sich's bequem. So. Aha. Sehen Sie? Sitzen, Herr Pastor, gut? Danke, danke, Frau Mucks. Wissen Sie was, Fräulein Engstand? Sie müssen gewachsen sein, seit ich Sie zuletzt sah. Meinen Herr Pastor. Die gnädige Frau sagt, ich bin auch etwas voller geworden. Voller? Ja, vielleicht. Wie es sich gehört. Soll ich der gnädigen Frau melden? Danke, danke. Das ist Zeit, mein liebes Kind. Nun sagen Sie mir, meine liebe Regine, wie geht es hier draußen Ihrem Vater? Danke. Ganz gut. Sie sehen doch sicher recht fleißig nach ihm. Ich? Doch, doch. So oft ich kann.
Ihr Vater ist keine starke Persönlichkeit, Fräulein Engstrand. Er bedarf so sehr einer festen Hand. Ja, ja, ist schon möglich. Ja. Tja, er braucht jemanden um sich. Das hat er mir selbst ganz treuherzig versichert, neulich, als er bei mir war. Aber ich weiß nicht, ob Frau Alwin mich entbehren kann. Gerade jetzt, wo wir die neue Anstalt übernehmen. Und ich möchte schrecklich gern bei Frau Alwin bleiben. Sie war doch immer so freundlich zu mir. Aber die Tochterpflichten, liebes Kind. Natürlich brauchen wir zuvor die Einwilligung Ihrer gnädigen Frau. Schickt es sich denn für mich in meinem Alter, einem alleinstehenden Mann das Haus zu führen? Liebes Fräulein Engstrand, es handelt sich um Ihren Vater. Trotzdem, wenn es wenigstens ein gutes Haus wäre. Ein richtiger, solider Herr. Eine liebe Regine. Ein Herr, dem ich mit Hingabe dienen könnte, zu dem ich aufsehen könnte, wie eine Tochter. Liebes, gutes Kind. Dann würde ich gerne zurück in die Stadt. Hier draußen ist es so einsam. Und Herr Pastor wissen selbst, was es heißt, allein zu stehen in der Welt. Erfahren und willig bin ich, das kann ich wohl sagen. Wissen, Herr Pastor, nicht so eine Stellung finden. Ich? Wie sollte ich, ne? Ach, bitte, lieber Herr Pastor, denken Sie wenigstens an mich, wenn Sie... Das werde ich, Frau Leibnerstadt. Denn wenn ich zu meinem Vater... Würden Sie mich bitte der gnädigen Frau melden? Sie wird sofort hier sein. Herr Pastor. Guten Tag, gute Frau. Hier bin ich, wie versprochen. Immer pünktlich, auf den Glockenschlag. Das war nicht ganz leicht, glauben Sie mir. All die segensreichen Kommissionen und Gremien, in denen ich tätig bin. Umso freundlicher, dass Sie so früh kommen. Wir erledigen das Geschäftliche noch vor dem Abendessen. Wo ist Ihr Koffer? Unten beim Kaufmann. Ich bleibe dort über Nacht. Sie sind auch heute nicht zu bewegen, bei mir zu übernachten? Nein, nein, vielen Dank, gnädige Frau. Ich bleibe da unten wie immer. Das ist das Bequemste, wenn ich am Bock muss. Sie sollen Ihren Willen haben. Aber wir beiden alten Menschen. Gott behüt. Sie machen sich lustig. Natürlich. Sie sind überglücklich heute. Erstens ist morgen der Festtag und Sie haben Oswald wieder. Oh ja, welch ein Glück für mich. Über 2 Jahre ist er nicht zu Hause gewesen und bleibt den ganzen Winter bei mir, das hat er versprochen. Wirklich? Wie schön von ihm. In Rom oder Paris zu leben ist doch sicher viel verlockender, kann ich mir denken. Aber zu Hause hat er seine Mutter. Oh, mein geliebter einziger Junge. Ich bin sehr gespannt, ob Sie ihn wiedererkennen. Er wird später herunterkommen. Er ruht jetzt ein wenig auf dem Sofa. Aber setzen Sie sich doch lieber, Herr Pastor. Danke. Würden Sie nun... Ja, ja. Gut. Ich zeige Ihnen... Also, als erstes haben wir... Sagen Sie, Frau Alwin, was sollen diese Bücher? Die Bücher? Ich lese diese Bücher. Sie lesen solche Schriften? Selbstverständlich. Glauben Sie, diese Lektüre macht Sie besser? Oder glücklicher? Ich fühle mich sicherer. Sonderbar. Wieso? Es ist eine Art Erklärung oder Bestätigung von vielem, was ich selber denke. Ich muss schon sagen... Was haben Sie gegen diese Bücher?
Gegen diese Bücher? Glauben Sie ernstlich, ich beschäftige mich mit solchen Erzeugnissen? Sie kennen also gar nicht, was Sie verdammen. Ich habe genug über diese Schriften gelesen, um sie zu missbilligen. Und Ihre eigene Meinung? Liebe gnädige Frau, in vielen Fällen des Lebens muss man sich auf andere verlassen. Und das ist gut so. Wie könnte sonst die Gesellschaft bestehen? Ja, ja. Da haben Sie sicher recht. Im Übrigen, ich leugne gar nicht, dass manches verlockend sein mag an diesen Schriften, aber darüber sollte man nicht sprechen, Frau Alving. Das muss man doch nicht hin zum Kunst auf die Nase binden, was man liest und denkt in seinen vier Wänden. Natürlich nicht. Das meine ich auch. Schon aus Rücksicht auf die neue Anstalt. Tja, wir wollten über die Anstalt sprechen. Hä? Also Vorsicht, liebe Frau. Und nun zum Geschäftlichen. Da sind Sie. Die Dokumente? Alle. Ordnungsgemäß und fristgerecht. Es war außerordentlich schwierig, glauben Sie mir. Das sind die Grundbuchpapiere für den Hof Solvig, zum Herrensitz Rosenwald gehörig, mit den darauf befindlichen Neubauten und der Schule, dem Lehrerhaus und der Kapelle. Und hier, sehen Sie, Statuten des Kinderheims Hauptmann Alving. Hauptmann Alving Stiftung. Das ist es. Ich habe den Titel Hauptmann gewählt statt Kammerherr. Hauptmann klingt bescheidener. Ja, ja, wie Sie meinen. Die Gelder zur Deckung der Betriebskosten der Anstalt lassen wir am besten auf der Bank, denke ich. Leider ist der Zinssatz nicht besonders attraktiv. 4% bei halbjähriger Kündigung. Sollten später gute Pfandobligationen greifbar sein? Selbstverständlich nur erstklassige und absolut sichere Papiere. Müssten wir uns wieder unterhalten. Ja, ja, lieber Pastor, das wissen Sie am besten. Ich werde die Augen offen halten. Noch eins, was ich Sie schon lange fragen wollte. Und das wäre? Die Anstaltsgebäude. Werden die versichert oder nicht? Natürlich versichern. Entschuldigen Sie, gnädige Frau. Das will genauer bedacht sein. Ja, bei mir ist alles versichert. Gebäude, Mobiliar, Geräte, die Ernte, das Vieh. Selbstverständlich, Ihr Privateigentum. Das mache ich auch, versteht sich. Hier jedoch liegt der Fall völlig anders. Die Anstalt dient quasi höheren Zwecken. Ich persönlich nehme nicht den geringsten Anstoß daran, sich gegen alle Eventualitäten abzusichern. Ich auch nicht. Aber wie ist die Stimmung hier unter den Leuten? Die Stimmung? Die kennen Sie besser als ich. Ja, aber... Sehen Sie, es könnte furchtbar leicht der Verdacht aufkommen, weder Sie noch ich hätten das rechte Vertrauen in eine höhere Macht. Ach, aber lieber Herr Pastor, was Sie betrifft, so wissen Sie selbst am besten, dass... Ungünstige Auslegung lässt sich nicht verhindern, was wiederum negative Auswirkungen haben könnte auf die Tätigkeit der Anstalt. Tja, wenn das so ist... Auch kann ich nicht ganz absehen von der schwierigen, um nicht zu sagen peinlichen Situation, in die ich möglicherweise geraten würde. Die führenden Kreise der Stadt interessieren sich außerordentlich für das Asyl. Gar nicht zu reden von den Angriffen gewisser Blätter und Zeitschriften, die sich unzweifelhaft gegen mich richten werden. Genug, lieber Pastor. Das entscheidet die Sache. Also nicht für sich. Nein. Und wenn es tatsächlich das Unglück will, man weiß ja nie, würden Sie den Schaden ersetzen? Nein. Ich sage Ihnen klipp und klar, das würde ich nicht. Frau Alving, wir nehmen eine sehr bedenkliche Verantwortung auf uns. Sehen Sie eine andere Lösung? Nein, das ist das ja. Wir können nicht anders. Wir müssen darauf vertrauen, dass diese Anstalt das Glück auf Ihrer Seite hat. Sogar, dass sie unter einem ganz besonderen Schutz steht. Hoffen wir es, lieber Pastor. Es bleibt also dabei. Ja. Wie Sie wünschen. Also nicht sicher. Sonderbar, dass Sie das ausgerechnet heute zur Sprache bringen. Ich wollte Sie schon lange fragen. Gestern hätten wir fast einen Brand gehabt. Wie bitte? Es war nichts weiter. Ein paar Hobelspäne hatten Feuer gefangen in der Tischlerwerkstatt. Wo Engstrand arbeitet? Ja, ja. Oswald kommt die Treppe herunter.
Jetzt denken wir nur noch an ihn. Oh, Verzeihung. Ich dachte, man wäre im Kontor. Tag, Herr Pastor. Eigenartig. Was sagen Sie zu ihm, Pastor Manders? Ich sage, ja, was sage ich eigentlich? Nein, ist das wirklich? Jawohl, Herr Pastor, wirklich der verlorene Sohn. Ach, lieber junger Freund. Gut, der heimgekehrte Sohn. Oswald denkt dann damals, als Sie so dagegen waren, dass er Maler wurde. Mhm. Für menschliche Augen mag mancher Schritt bedenklich scheinen, der später doch. Willkommen. Willkommen. Mhm. Mein lieber Oswald. Bitte glauben Sie nicht, ich verdamme den Künstlerstand aus Prinzip. Ich nehme an, viele auch dieses Standes haben sich den inneren Menschen makellos bewahrt. Ja, das wollen wir hoffen. Ich kenne einen, der sich den inneren und äußeren Menschen makellos bewahrt hat. Sehen Sie ihn, Pastor Manders? Ja, gewiss, kein Zweifel. Einen Namen haben Sie auch schon. Mhm. Die Zeitungen schrieben häufig über Sie. Mhm. Außerdem positiv. Das heißt, in letzter Zeit war es etwas stiller, glaube ich. Ja. In letzter Zeit habe ich nicht viel gemalt. Ein Maler muss sich ab und zu ausruhen. Ja, das glaube ich. Man bereitet sich vor und sammelt Kräfte zu etwas Großem. Ja. Mutter, essen wir bald? Ach, das war's. In einer knappen halben Stunde. Das war's. Was? Als Oswald mit der Pfeife im Mund hereinkam, war mir's, als sehe ich seinen Vater. Quicklebendig. Nein, wirklich? Bitte leg sie weg, mein lieber Junge. Hier drinnen möchte ich keinen Rauch. Gern, ich wollte sie nur ausprobieren, weil ich sie mal geraucht habe als Kind. Du? Ja. Ich war ganz klein damals, ich weiß noch. Eines Abends ging ich hinauf in Vaters Zimmer. Er war sehr vergnügt und lustig. Aus dieser Zeit weißt du doch nichts mehr. Doch, doch, ich erinnere mich ganz genau. Er nahm mich, setzte mich aufs Knie und ließ mich die Pfeife rauchen. Rauch, Junge, sagte er, rauch tüchtig. Und ich rauchte, was ich konnte, bis ich ganz bleich wurde und mir der Schweiß in großen Tropfen auf der Stirn stand. Oswald hat das alles nur geträumt. Ja. Der herzlich lachen. Du hast das alles nur geträumt. Nein, Mutter, bestimmt nicht. Erinnerst du dich denn nicht? Du selbst brachtest mich ins Kinderzimmer. Mir wurde übel und du hast geweint. Machte Vater öfter solche Späße? In seiner Jugend war er ein sehr lebensfreudiger Mensch. Ja, trotzdem hat er viel geleistet in seinem Leben. Das ist wahr. Jedenfalls ist es schön von Ihnen, dass Sie nach Hause gekommen sind, als ein Ehrentag. Mehr konnte ich für Vater nicht tun. Ja, und dass ich ihn so lange behalten darf, das ist das Allerschönste. Sie bleiben den ganzen Winter zu Hause, höre ich? Ja, ich bleibe auf unbestimmte Zeit, Herr Pastor. Schön. Schön, wieder zu Hause zu sein. Nicht wahr, du? Früh sind Sie in die Welt hinausgekommen, mein lieber Oswald. Zu früh vielleicht, denke ich manchmal. Was, einem begabten Jungen tut das nur gut. Er ist jetzt 27 und hat nie ein richtiges Heim kennengelernt. Entschuldigen Sie, Herr Pastor, das ist ein gewaltiger Irrtum. Ich denke, Sie begehrten fast ausschließlich in Künstlerkreisen. Richtig. Vorwiegend mit jüngeren Künstlern. Ja. Diese Leute haben aber meistens nicht das Geld, um eine Familie oder ein Heim zu gründen. Nicht nur zum Heiraten haben viele das Geld. Genau das sage ich. Ja, trotzdem können Sie doch ein Heim haben. Mancher hat es auch. Ein sehr ordentliches, gemütliches Heim. Unter einem ordentlichen Heim verstehe ich das Heim der Familie, wo Mann und Frau mit ihren Kindern leben. Ja, oder ein Mann mit seinen Kindern und mit der Mutter seiner Kinder. Hm? Sie sprechen von sogenannten wilden Ehen. Besonders wild sind mir die Leute nie vorgekommen. Vor den Augen der Öffentlichkeit. Ach, Herr Pastor. Vor den Augen der Öffentlichkeit. Was sollen Sie tun? Ein armer junger Künstler, ein armes junges Mädchen, Kreise Kinder. In denen die Unsittlichkeit. Heiraten kostet Geld, Herr Pastor. Kreise, in denen die hemmungslose Unsittlichkeit herrscht, in denen Sie sogar zum Gewohnheitsrecht. Herr Pastor, ich will Ihnen mal was sagen. Sonntags war ich oft Gast in solchen ungesetzlichen Verhältnissen. Am Sonntag? Ja. Da will man sich doch erholen. Aber ich habe nie ein anstößiges Wort gehört. Nie, 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 nie. Noch war ich je Zeuge irgendeiner Art von Unsittlichkeit. Nein, wissen Sie wo und wann mir die Unsittlichkeit begegnet ist? In Künstlerkreisen? Nein, Gott sei Dank, das wird. Ich will es Ihnen sagen, Herr Pastor. Wenn einer unserer mustergültigen Ehemänner und Familienväter nach Paris kam
um sich ein wenig umzuschauen und uns in unseren armseligen Kneipen mit seinem Besuch beehrt. Da bekamen wir was zu hören. Die Herren, die konnten uns berichten von Orten und Dingen, die... Oswald, ereifer dich nicht. Dieses wunderbare freie Leben. Es ist nicht gut für dich. Dass man es so in den Dreck zieht. Oswald. Ja, ja, Mutter, du hast recht. Es ist diese verdammte Müdigkeit. Ich will noch einen kleinen Spaziergang machen vor Tisch. Entschuldigen Sie, Herr Pastor, dass Sie werden das nicht verstehen. Das kam einfach so über mich. Mein armer Junge. Soweit ist es also mit ihm gekommen. Er nannte sich den verlorenen Sohn. Ne? Leider, leider. Und? Was sagen Sie dazu? Ich sage, Oswald hat recht mit jedem Wort. Recht? Mit diesen Prinzipien? In meiner Einsamkeit hier habe ich begonnen, genauso zu denken, Herr Pastor. Ich wagte es nur nicht zu äußern. Nun gut, jetzt hat mein Junge für mich gesprochen. Frau Alving, ich muss ein ernstes Wort mit Ihnen sprechen. Nicht als Ihr Geschäftsbeauftragter und Berater, auch nicht als Ihr Freund und der Ihres verstorbenen Gatten. Jetzt spricht der Seelsorger zu Ihnen, wie damals, in dem verirrtesten Augenblick Ihres Lebens. Was hat der Seelsorger mir zu sagen? Zunächst muss ich Ihr Gedächtnis wachrütteln, gnädige Frau. Morgen ist der 10. Todestag Ihres Gatten. Erinnern Sie sich? Nach knapp einjähriger Ehe standen Sie am äußersten Rande des Abgrunds. Sie verließen Haus und Heim. Sie verließen Ihren Mann. Ja, vor allem. Sie verließen ihn. Sie verließen ihn und weigerten sich, zu ihm zurückzukehren. So sehr er auch bat und bettelte. Sie vergessen, wie grenzenlos unglücklich ich war in diesem ersten Jahr. Oh, was für ein Recht haben wir auf das Glück. Nein, nein, gnädige Frau. Ihre Pflicht war es, bei dem Mann zu bleiben, den Sie selbst gewählt hatten. An den Sie gebunden waren durch ein heiliges Band. Sie wissen genau, was für ein Leben Alving damals führte, welchen Ausschweifungen er sich hingab. Ich kenne diese Gerüchte nur zu gut, aber eine Frau ist nicht gesetzt zum Richter über ihren Mann. Ihre Pflicht wäre es gewesen, in Demut ihr Kreuz zu tragen. Sie aber warfen es im Aufruhr an sich. Sie setzten ihren guten Ruf aufs Spiel und hätten fast den Ruf anderer ruiniert. Anderer? Eines anderen meinen Sie doch? Es war äußerst rücksichtslos von Ihnen, bei mir Zuflucht zu suchen. Bei unserem Geistlichen? Unserem Freund? Danken Sie Ihrem Herrn und Gott, dass ich die nötige Festigkeit besaß, Sie von Ihren überspannten Plänen abzubringen und Sie zurückzuführen zu Ihrem angetrauten Gatten. Das war Ihr Werk, Pastor Manders. Ich war nur das geringe Werkzeug in der Hand des Höheren. Und so wie Sie damals die Pflicht als Gattin verweigerten, so verweigerten Sie später Ihre Pflicht als Mutter. Zeit Ihres Lebens waren Sie beherrscht vom unseligen Geist des Egoismus. Was Ihr Leben beschwerte, warfen Sie rücksichtslos ab. Sie verloren die Lust, Gattin zu sein, also verließen Sie Ihren Mann. Es war Ihnen zu beschwerlich, Mutter zu sein. Also gaben Sie Ihr Kind in die Fremde. Ja, das ist wahr, das habe ich getan. Und wurden ihm fremd. Oh, nein, doch, nein, nein, doch, doch, das doch, bin ich doch, nicht. Doch, doch, Sie sind es. Sie müssen es sein. Und wie haben Sie ihn zurückbekommen? Bedenken Sie vor allen Dingen, Sie haben viel verbrochen an Ihrem Mann. Das geben Sie zu, indem Sie ihm morgen das Ehrenmal errichten. Geben Sie nun auch zu, was Sie verbrochen haben an Ihrem Sohn. Noch dürfte es Zeit sein, ihn aus seiner Verirrung zurückzuholen.
kehren Sie um und richten Sie in ihm auf, was noch aufgerichtet werden kann. Denn das ist die Wahrheit, Frau Alving. Sie sind eine schuldbeladene Frau. Ich hielt es für meine Pflicht, das Ihnen zu sagen. Sie haben gesprochen, Herr Pastor. Und morgen werden Sie öffentlich sprechen. Zum Gedenken an meinen Mann. Ich werde morgen nicht sprechen. Aber ich möchte jetzt zu Ihnen sprechen, so wie Sie zu mir gesprochen haben. Natürlich, Sie wollen entschuldigen. Oh, nein, nein, nein. Ich möchte nur erzählen. Bitte? Seit damals setzten Sie ja Ihren Fuß nicht mehr in dieses Haus. Erst die Angelegenheiten der Anstalt zwangen Sie, mich aufzusuchen. Helene, soll das ein Vorwurf sein, so bitte ich zu bedenken, dass Sie Rücksicht nehmen mussten auf Ihre Stellung, dass ich eine weggelaufene Frau war. Man kann ja nie vorsichtig genug sein mit diesen egoistischen Frauenzimmern. Ach, liebe gnädige Frau. Gut, gut, lassen wir das, Manders. Jetzt sage ich Ihnen die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, mein Mann starb so schamlos, wie er gelebt hat. Was sagen Sie? Nach 19-jähriger Ehe genauso schamlos in seinen Lastern, wie er war, bevor sie uns den Segen gaben. Diese Jugendverirrung? Diese Unregelmäßigkeiten, oder was? Nennen Sie ein schamloses Leben? Unser Hausarzt gebrauchte diesen Ausdruck. Das verstehe ich. Brauchen Sie auch nicht. Mir dreht sich alles. Ihre ganze Ehe, Ihr ganzes langjähriges Zusammenleben soll nichts anderes gewesen sein als ein heimlicher Abgrund? Genau das. Jetzt wissen Sie es. Das begreife ich nicht. Wie war denn das möglich? Wie konnten Sie das geheim halten? Das war mein ewiger Kampf. Tag für Tag. Um ihn die Abende und Nächte zu Hause zu halten, machte ich mich zu seinem Saufkumpan. Bei seinen heimlichen Gelagen. Oben in seinem Zimmer. Ich musste mit ihm dasitzen. Anstoßen. Trinken. Ein unseliges Gerede anhören. Mich prügeln mit ihm, um ihn ins Bett zu schleppen. Das haben Sie ertragen? Ich habe es ertragen für meinen kleinen Jungen. Als wir Oswald bekamen, schien es besser zu werden. Aber es dauerte nicht lange. Jetzt musste ich doppelt kämpfen. Auf Leben und Tod kämpfen, damit niemand erfuhr, was für ein Mensch der Vater meines Kindes war. Aber wie konnten Sie denn das überhaupt? Aber Sie wissen ja selbst, wie liebenswürdig Alving war. Jeder dachte nur das Beste von ihm. Aber dann, Manders, dann kam das Abscheulichste. Abscheulicher als da? Ich wusste ja, was sich heimlich abspielte außerhalb des Hauses. Ich ließ ihn gewähren. Aber als die Schamlosigkeit diese Schwelle überschritt. Was? Hier? Ja. In unserem Haus. Im Esszimmer erfuhr ich es. Ich hatte da zu tun. Die Tür stand angelehnt. Ich hörte das Dienstmädchen aus dem Garten kommen mit Wasser für die Blumen. Ja? Und? Kurze Zeit später hörte ich Alvin kommen.
ging in den Wintergarten. Ich hörte, wie er etwas sagte zu ihr. Und dann hörte ich... Es zerreißt mich noch jetzt. Und ist zugleich so lächerlich. Ich hörte mein eigenes Dienstmädchen flüstern. Lassen Sie mich los, Herr Kammerherr. Lassen Sie mich. Das war nicht mehr als Leichtsinn, vor allen Dingen. Glauben Sie mir. Der Kammerherr bekam seinen Willen bei dem Mädchen. Und das hatte Folgen, Pastor Manders. In diesem Haus. In diesem Haus. Aber jetzt übernahm ich die Macht im Haus. Die ganze Macht. Er wagte nicht zu mucksen. Damals gab ich Oswald weg. Er wurde gerade 7, begann aufmerksam zu werden und Fragen zu stellen, wie Kinder es tun. Ich dachte, er würde vergiftet, wenn er nur atmet in diesem verkommenen Heim. Deshalb habe ich ihn weggegeben. Jetzt wissen Sie, warum er niemals nach Hause durfte, solange sein Vater lebt. Niemand ahnt, was mich das gekostet hat. Ihr Leben war eine schwere Prüfung. Hätte ich nicht die Arbeit gehabt, ich hätte es nicht ertragen. Und ich habe gearbeitet, das darf ich sagen. Jede Vergrößerung des Grundbesitzes, alle Verbesserungen, all diese nützlichen Dinge, die da geschahen, alles... Wofür Alving mit Lob und Preis gewürdigt wurde, glauben Sie, er hätte das geschafft? Er lag den ganzen Tag auf dem Sofa und blätterte in einem alten Staatskalender. Diesen Mann errichten Sie ein Ehrenmal. Ich hatte immer Angst, die Wahrheit würde herauskommen. Die Anstalt sollte alle Gerüchte zum Schweigen bringen, jeden Zweifel ersticken. Das haben Sie erreicht, Frau Alving. Und dann... Oswald, mein einziger Junge, sollte nichts, nicht das geringste erben von seinem Vater. Sie haben allerdings Vermögen? Ja. Die Summe, die ich der Anstalt vermacht habe, entspricht dem Vermögen, ich habe es ausgerechnet, das seinerzeit Leutnant Alving zu einer guten Partie machte. Ich verstehe. Der Kaufpreis. Dieses Geld sollte nicht in Oswalds Hände. Mein Sohn soll alles von mir haben, alles. Bist du schon zurück, mein lieber, lieber Junge? Ja. Was soll ich da draußen in dem ewigen Regen? Gnädige Frau, ein Paket für Sie. Die Festlieder für morgen. Ja. Und es ist serviert. Danke, wir kommen schon. Ich will nur noch... Wünschen Herr Alwin weißen oder roten Portwein? Beides, Fräulein Engstrand. Bier. Sehr wohl, Herr Alwin. Die Festlieder, Pastor Manders. Ja. Ich helfe nur beim Öffnen der Flaschen. Wie ich morgen... freimütigen Sinnes meine Rede halten soll? Oh, Sie werden schon. Was ist das hier? Und Aufsehen erregen dürfen wir nicht. Nein. Aber dann ist endlich Schluss mit dieser langen, schäbigen Komödie. Von übermorgen an soll der Tote niemals gelebt haben in diesem Haus. Hier soll niemand sein als mein Junge und seine Mutter. Was ist da los? Was ist das, Frau Alving? Gespenster. Was? Das Paar aus dem Wintergarten geht um. Was sagen Sie? Regine? Sie ist die Tochter? Ja, ja. Kommen Sie.
Kommen Sie. Kein Bar. Gesegnete Mahlzeit, Herr Pastor. Oswald, kommst du? Nein, ich gehe noch spazieren. Ja, tu das. Es regnet gerade nicht. Regine! Geh ins Bügelzimmer und hilf bei den Kränzen. Er hört nichts da drin. Nicht, wenn die Tür zu ist. Außerdem geht er spazieren. Ich bin doch wie betäubt. Ich begreife nicht, dass ich auch nur ein bisschen darunter bekommen habe von diesem gesegneten Mahl. Was soll man bloß tun? Tja, was tun? Noch ist nichts passiert, ich bin überzeugt. Behüte Gott, nein. Ein dummer Einfall von Oswald, das ist alles, seien Sie sicher. Ich kenne mich nicht aus in diesen Dingen, aber ich meine... Aber sie muss aus dem Haus. Auf der Stelle, das ist klar. Versteht sich. Nur, wohin? Wir haben die Verantwortung. Wohin? Natürlich zu Ihrem Vater. Zu wem, sagen Sie? Zu Ihrem Vater. Na, Engstrand ist ja nicht. Herrgott nochmal. Herrgott nochmal. Wie war das denn möglich? Wie war das denn möglich? Ihre Mutter wurde damals sofort entlassen. Sie bekam ein Schweigegeld, eine beträchtliche Summe. Sie erneute die alte Bekanntschaft mit Engstrand, ließ wohl durchblicken, wie viel Geld sie hatte und erzählte mir irgendetwas von einem Ausländer, der hier mit seiner Yacht im Hafen gelegen hätte. Wie erkläre ich mir aber? Ich erinnere mich genau. Engstrand kam, um das Aufgebot zu bestellen. Er war ganz zerknirscht und voll bitterer Vorwürfe. Wegen des Leichtsinns, dessen sie sich schuldig gemacht hatten. Er und seine Verlobte. Er musste die Schuld auf sich nehmen. Aber diese Unaufrichtigkeit mir gegenüber und das Unsittliche dieser Verbindung. Wie hoch war denn die Summe für das Dienstmädchen? 300 Speziestaler. Immerhin, man stelle sich vor, schäbige 300 Taler. Und er heiratet eine gefallene Frau. Was halten Sie von mir? Ich heiratete einen gefallenen Mann. Dass Sie das überhaupt vergleichen. Sie hatten sich beraten mit Ihrem Herzen, mit Ihren Angehörigen. Ich dachte, Sie hätten begriffen, wohin sich das verirrt hatte, was Sie mein Herz nennen. Hätte ich das begriffen, ich wäre nicht aus- und eingegangen im Haus Ihres Mannes. Mit mir selbst beraten hatte ich mich jedenfalls nicht, das steht fest. Aber mit Ihrer Mutter, mit Ihren Angehörigen. Oh ja, das ist wahr. Und die rechneten mir die Sache vor. Und bewiesen mir auf Heller und Pfennig, eine solche Partie auszuschlagen, wäre reiner Wahnsinn. Oh, wenn meine Mutter sehen könnte, wohin diese ganze Herrlichkeit geführt hat. Jedenfalls erfolgte Ihre Eheschließung in voller Übereinstimmung mit Gesetz und Ordnung. Oh ja, Gesetz und Ordnung. Manchmal glaube ich, daher kommt alles Unglück auf dieser Welt. Sie versündigen sich, ne? Ach, meinetwegen. Ich ertrage diese Rücksichten und Fesseln nicht länger. Ich kann nicht. Ich muss mich herausarbeiten in die Freiheit. Wie meinen Sie das? Wäre ich die, die ich sein sollte? Ich müsste zu Oswald sagen, hör zu, mein Junge, dein Vater war ein verkommenes Subjekt. Allmächtig. Und würde ihm alles erzählen, was ich Ihnen erzählt Heilige habe. Punkt Frau, für Punkt. Ich bin fast empört über Sie. Ich weiß, ich weiß. Ich bin ja selbst empört bei dem Gedanken. So feige bin ich. Haben Sie vergessen, dass ein Kind Vater und Mutter ehren und lieben soll? Sprechen wir doch nicht so allgemein, Pastor Manders. Fragen wir besser... Soll Oswald den Kammerherrn Alving ehren und lieben? Ach, ich habe meinen Jungen belogen, Jahr aus, Jahr ein. Oh, ich war feige. So feige. Sie haben Ihrem Sohn
eine glückliche Illusion geschenkt, Frau Alving. Vergessen Sie das nicht. Unterschätzen Sie das nicht. Ob das gut war, wer weiß. Aber ein Techtelmechtel mit Regine kommt nicht in Frage. Er soll das arme Mädchen nicht unglücklich machen. Guter Gott, nein, schrecklich. Wenn ich wüsste, es wäre im Ernst. Es wäre sein Glück. Wie, was dann? Aber das stimmt nicht. Regine ist leider nicht die Richtige. Was dann? Was meinen Sie? Oh, ich würde ihm sagen, heirate sie oder arrangiert euch, wie ein ihr wollt. Mächtiger. Nur kein Betrug. Eine gesetzliche Ehe? Ungeheuerlich. Unerhört. Hand aufs Herz, Pastor Manders. Glauben Sie, es gibt in unserem Lande nicht viele so nah verwandte Ehepaare? Ich verstehe Sie nicht. Sie verstehen mich sehr gut. Sie reden von etwas, was man nie genau weiß. Nicht mit letzter Sicherheit jedenfalls. Hier dagegen Sie, die Mutter. Die Mutter. Wären einverstanden, dass ihr eine solche Verbindung... Angeblich stammen wir alle aus solchen Verbindungen. Wer hat es denn so eingerichtet auf dieser Welt, Pastor Manders? Wer hat es denn so eingerichtet? Gnädige Frau, das erörtere ich nicht mit Ihnen. Dazu fehlt Ihnen der rechte Geist. Aber dass Sie zu behaupten wagen, Sie seien feige, nur... Ich will Ihnen sagen, was ich damit meine. Ja, ich bin feige. Und ich habe Angst. Denn in mir sind Gespenster, die ich nicht mehr loswerde. Wie? Fast, glaube ich, wir alle sind Gespenster. Nicht nur, was wir von unseren Eltern geerbt haben, geistert in uns herum. Auch alte, abgestorbene Überzeugungen, Ideen, Vorurteile. All das steckt in uns. Wir werden es nicht mehr los. Ich schlage die Zeitung auf und schon sehe ich zwischen den Zeilen die Gespenster. Das ganze Land ist voller Gespenster. Gespenster überall wie Sand am Meer. Und wir sind so erbärmlich lichtscheu. Ah, das Resultat Ihrer Lektüre. Sie irren, lieber Pastor. Schöne Lesefrüchte, wahrhaftig. Sie selbst haben mich zum Denken gebracht. Ich? Lob und Dank sei Ihnen dafür. Ich? Ja. Als Sie mich zu dem zwangen, was Sie Pflicht und Schuldigkeit nannten, als Sie das für richtig und gerecht erklärten, wogegen sich alles in mir empörte, da beschloss ich mir, Ihre Lehren genauer anzusehen. Nur an einem einzigen Knoten zupfte ich herum. Und als ich den aufhatte, gab das ganze Gewebe nach. Das ist der Gewinn des schwersten Kampfes in meinem Leben. Sagen Sie lieber Ihre erbärmlichsten Niederlage. Der größte Sieg meines Lebens, Helene. Der Sieg über mich selbst. Es war ein Verbrechen an uns beiden. Dass ich zu Ihnen sagte, kehren Sie zurück zu Ihrem angetrauten Gatten. Damals, als Sie zu mir kamen und riefen, hier bin ich, nimm mich. War das ein Verbrechen? Ja. Wir beide verstehen uns nicht. Nicht mehr. Nie. Auch in meinen geheimsten Gedanken. Nie. Habe ich in Ihnen etwas anderes gesehen als die Frau eines anderen. Glauben Sie? Helene? Man kommt sich selbst so leicht aus dem Gedächtnis. Ich bin derselbe, der ich immer war. Ja. Reden wir nicht mehr von alten Zeiten. Sie stecken jetzt bis über beide Ohren in Kommissionen und Gremien. Und ich kämpfe hier gegen Gespenster. Sichtbare und
Unsichtbare. Jedenfalls nach allem, was ich heute gehört habe, halte ich es nicht für vertretbar, ein junges, leichtsinniges Mädchen in ihrem Haus zu belassen. Ja, das Beste wäre, sie zu versorgen. Ich meine, sie gut zu verheiraten. Zweifellos. Wie kann das... Herein? Bitte recht sehr um Verzeihung. Ach, Sie sind es, Engstrand. Die Mädchen waren weg und da habe ich mir die Freiheit erlaubt, einfach anzuklopfen. Schon gut, kommen Sie herein. Sie wollen mich sprechen? Nein, vielen Dank auch. Mit Herrn Pastor, mit ihm wollte ich sprechen, auf ein Wort. Aha. Sie wollen mich sprechen. Wollen Sie das? Schrecklich gern. Darf ich fragen, worum es geht? Ja, also, Herr Pastor, da unten, da wären wir jetzt klar. Tausend Dank auch, gnädige Frau. Wir sind jetzt also fertig. Und da dachte ich, wo wir all die Zeit doch redlich zusammengearbeitet haben, ob wir nicht schließen könnten heute Abend mit einer kleinen Andacht. Andacht? Unten, im Asyl? Ja, wenn Herr Pastor meint, dass ich das nicht schickte. Doch, doch. Ich, aber... Ich selbst, ich habe da so manche Andacht abends gehalten. Und Sie? Ja, ab und zu. Bin ja nur ein einfacher und geringer Mensch und habe nicht die Kraft, Gott behüte. Und da dachte ich, wo Pastor Manders gerade hier Hören ist... Hören Sie, Engstrand, eine Frage. Haben Sie den rechten Geist für solch eine Zusammenkunft? Ich meine, ist Ihr Gewissen rein und unbeschwert? Gott, steh uns bei, Herr Pastor. Sprechen wir nicht vom Gewissen. Genau davon wollen wir sprechen. Ihre Antwort? Das Gewissen. Das ist ganz was Peinliches manchmal. Ach, das bestreiten Sie also nicht. Sagen Sie mir jetzt gerade heraus, wie steht es mit Regine? Anders. Lassen Sie. Regine? Jesus, was Sie mich erschreckt haben. Ist was schiefgegangen mit Regine? Na, na. Aber ich meine, wie hängt das zusammen, das mit Ihnen und Regine? Sie sind doch der Vater, oder? Ja. Herr Pastor, wissen doch alles über mich und die selige Johanne. Halt, 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 halt. Als Ihre Frau den Dienst verließ, hat sie Frau Alving den wahren Sachverhalt gestanden. Was? Also doch? Engstrand, Sie sind entdeckt. Ja, aber hoch und heilig hat sie geschworen, geflucht. Geflucht? Nein, geschworen, aufrichtig geschworen. In all diesen Jahren haben Sie mir die Wahrheit verschwiegen. Mir. Der ich Ihnen so unbedingt vertraute. Leider habe ich das, ja. Engstrand, verdiene ich das? Habe ich Ihnen nicht immer mit Rat und Tat geholfen, soweit es in meiner Macht stand? Antworten Sie, habe ich das? Öfters hätte es sehr schlimm für mich ausgesehen, wenn Pastor Mann das nicht gewesen wäre. Und das lohnen Sie mir so. Das lohnen Sie mir so. Sie bringen mich dazu. Falsche Angaben ins Kirchenbuch zu schreiben. Zwischen uns ist es aus. Aus! Ja, wohl, Herr Pastor. Schuss! Aus. Können Sie sich wenigstens rechtfertigen? Die Johanne hätte die sich in Verruf bringen sollen. Herr Pastor, stellen Sie sich vor, Sie wären in der Lage von der seligen Johanne. Ich? Na, Jesus, das meine ich nicht akkurat. Ich meine nur, wenn Sie sich schämen müssten für etwas in den Augen der Leute. Wir Männer sollen über eine arme Frau nicht zu hart urteilen, Herr Pastor. Das tue ich nicht. Sie klage ich an. Sie, da! Dürfte ich Herrn Pastor eine winzig kleine Frage stellen? Fragen Sie. Ist es nicht recht und billig, dass der Mann eine Gefallene aufrichtet? Selbstverständlich. Muss der Mann nicht sein Ehrenwort halten? Natürlich muss er das. Als die Johanne ins Unglück kam, damals wegen dem Engländer oder Amerikaner oder Russen, ja. Ging sie in die Stadt. Mich hatte sie früher abgewiesen, weil sie nur auf die Schönheit sah und ich hatte ja das Malheur mit meinem Bein. Herr Pastor, wissen, ich habe mich in einen Tanzsaal gewagt, wo die Matrosen sich der Trunksucht und dem Rausch hingaben, wie man sagt. Und als ich sie aufrief zu einem neuen Leben, da... Engstrand, ich weiß, die rohen Menschen stießen sie die Treppe hinunter. Das Ereignis ist mir bekannt. Sie tragen Ihr Malheur in Ehren. Ich bin nicht hochmütig wegen dem, Herr Pastor. Also, was ich sagen wollte. Herzlich leid,
tat sie mir. Das muss ich sagen, Herr Pastor. Wirklich, Engstrand? Und? Ja, da habe ich zu ihr gesagt, der Amerikaner, der treibt sich herum auf den Meeren der Welt. Du, Johanna, habe ich gesagt, du hast eine Sünde begangen, du bist ein gefallenes Geschöpf. Aber Jakob Engstrand, habe ich gesagt, der steht auf seinen zwei gesunden Beinen. Das meinte ich als eine Art Gleichnis, Herr Pastor. Ja, ich verstehe Sie. Fahren Sie fort. Also habe ich sie aufgerichtet und geheiratet, damit die Leute nichts erfuhren von ihren Verirrungen mit dem Ausländer. Das war sehr schön gehandelt. Aber dass Sie Geld genommen haben dafür, das kann ich nicht billigen. Geld? Ich? Keinen Pfennig? Ja, aber... Ach ja, warten Sie, ich erinnere mich, ein paar Taler hatte die Johanne, aber davon wollte ich nichts wissen. Pfui, hab ich gesagt, der Mammon, das ist der Sünde Sold, das schale Gold oder Banknoten oder was das war, die schleudern wir dem Amerikaner ins Gesicht, hab ich gesagt. Bloß, der war auf und davon über das wilde Meer, Herr Pastor. Wirklich? Mein lieber Engstrand? Ja, und ich und die Johanne, wir beschlossen, das Geld auszugeben für die Erziehung des Kindes. Und das ist geschehen. Ich kann Rechenschaft ablegen über jeden Pfennig. Das ändert die Sache. Das ändert die Sache voll und ganz. So war's, Herr Pastor. Darf wohl sagen, dass ich der Regine ein echter Vater war, soweit meine Kräfte reichen. Leider bin ich nur ein Krüppel. No, lieber Engstrand. Doch, Herr Pastor. Jakob Engstrand, reichen Sie mir die Hand. Jesus, Herr Pastor. Keine Umschweife. So. Wenn ich Herrn Pastor jetzt inständig um Verzeihung bitten dürfte. Sie? Ganz im Gegenteil. Ich muss Sie um Verzeihung um bitten. Um Gottes Willen. Doch, von ganzem Herzen. Verzeihen Sie mir, dass ich Sie so verkennen konnte. Hoffentlich kann ich bald Ihnen ein Zeichen meines aufrichtigen Wohlwollens... Das würden, Herr Pastor? ...mit dem allergrößten Vergnügen. Jetzt wäre eine gute Gelegenheit. Ich möchte mit dem gesegneten Geld, das ich ersparen konnte, so eine Art Seemannsheim gründen in der Stadt. Sie? Ja, so ein Hospiz. Da könnten die Matrosen bei mir wohnen wie unter den Augen eines Vaters, dachte ich. Was sagen Sie dazu? Ja, viel kann ich nicht bieten, aber mit der hilfreichen Hand eines Wohltäters... Ja, ja. Lassen Sie uns das näher bedenken. Ihr Vorhaben gefällt mir ganz außerordentlich. Doch jetzt gehen Sie, bereiten Sie alles vor, zünden Sie die Kerzen an, dann ist es festlicher. Denn nun haben Sie den rechten Geist, glaube ich. Das fühle ich auch. Also... Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Und danke. Und achten Sie auf Regine für mich, der seligen Johannekind. Ist das nicht sonderbar? Als ob sie an meinem Herzen festgewachsen wäre. Ja. Ja, so ist das. Nun, Frau Alving, was sagen Sie zu dem Mann? Aus seinem Mund klang das doch ganz anders. Allerdings. Oder? Was sagen Sie dazu? Ich sage... Sie sind und bleiben ein großes Kind, Manders. Ich? Und ich hätte Lust, Ihnen um den Hals zu fallen. Nein. Gott segne Sie. Solche Gelüste. Aber vor mir haben Sie doch keine Angst. Sie drücken sich manchmal so übertrieben aus. Wo sind denn meine Papiere? Ach ja, in der Tasche. So, also... Ja, leben Sie wohl. Vor allen Dingen, seien Sie wachsam, wenn Oswald zurückkommt. Ich schaue später ran.
du hier? Ich rauche noch meine Zigarre zu Ende. Ich dachte, du wirst spazieren. Bei dem Wetter? War das der Pastor? Ja. Er ist hinunter zur Anstalt. Oswald, hüte dich vor dem Likör, er ist stark. Er ist gut, gegen die Feuchtigkeit. Magst du nicht zu mir kommen? Drin darf ich nicht rauchen. Ach, Zigarren darfst du, das weißt du. Ja, ja, ich komme. Noch einen winzigen Schluck. Der Pastor. Ich sagte, er ist zum Asyl. Ach ja. Ja, ja, richtig. Oswald, du solltest nicht so lange bei Tisch sitzen. Ach, Mutter. Es ist so schön für mich, wieder zu Hause zu sein. Am Tisch meiner Mutter zu sitzen. Im Zimmer meiner Mutter. Und das herrlichste Essen meiner Mutter zu essen. Mein lieber, lieber Junge. Was soll ich sonst hier machen? Ich kann nichts tun. Nichts. Ohne einen einzigen Sonnenstrahl den ganzen Tag. Oh, nicht arbeiten zu können. Vielleicht war es ein Fehler, dass du nach Hause gekommen bist? Nein, nein, Mutter, ich musste. Ich würde 10-mal eher auf das Glück verzichten, dich bei mir zu haben, als... Sag mal, Mutter, ist es wirklich so ein großes Glück für dich, mich hier zu haben? Ob es ein Glück für mich? Ja, eigentlich könnte es dir doch egal sein, ob ich hier bin oder nicht. Oswald. Früher hast du sehr gut gelebt. Ohne mich? Ich habe ohne dich gelebt, das ist wahr. Mutter, ich muss dir was sagen. Ja? Ich ertrag's nicht länger. Was denn? Was ist? Schreiben konnte ich's dir nicht und seit ich zu Hause bin, da... Was ist denn? Ich will versuchen, es dir zu sagen. Ich habe über Müdigkeit geklagt nach der Reise. Nun und? Das ist es nicht. Es ist keine gewöhnliche Müdigkeit. Es ist... Oswald, du bist doch nicht krank. Bleib sitzen, Mutter. Beruhige dich. Ich bin auch nicht krank. Nicht im üblichen Sinne krank. Mutter, ich bin geistig zerrüttet. Zerstört. Ich werde nie wieder arbeiten. Oswald. Oswald. Oh, sieh mich an. Nein, nein, das ist nicht wahr. Nie mehr arbeiten. Nie mehr. Ein lebender Leichnam. Mutter, kannst du dir sowas vorstellen? Aber was ist denn geschehen? Ich begreife es selbst nicht. Nie habe ich ein ausschweifendes Leben geführt. In keiner Weise, Mutter, das musst du mir glauben. Ja, niemals. Ja, ich glaub dir. Trotzdem hat es mich getroffen. Das ist furchtbar. Oh, mein lieber, gesegneter Junge. Ach, das ist nur die Überanstrengung. Glaub mir, es wird schon wieder gut. Ja, ja. Das dachte ich auch anfangs, aber es stimmt nicht. Es stimmt nicht. Erzähl mir alles. Ja. Wann hast du es zum ersten Mal gemerkt? Gleich als ich wieder in Paris war. Ich bekam wahnsinnige Kopfschmerzen, besonders im Hinterkopf, wie mir schien. Ja, ich dachte, es sei ein Gen.
ganz gewöhnlich Kopfschmerzen. Wie in der Pubertät damals. Ja, ja. Aber es war anders. Ich konnte nicht mehr arbeiten. Ich wollte ein großes neues Bild anfangen, aber meine Kräfte waren wie gelähmt. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Alles verschwamm, drehte sich. Es war ein furchtbarer Zustand. Ich ließ den Doktor kommen, er stellte die Diagnose. Welche? Es war einer der besten Ärzte von Paris, Mutter. Er stellte eine Reihe von Fragen, die mit der Sache anscheinend nichts zu tun hatten. Ich wusste überhaupt nicht, worauf er hinaus wollte. Und? Er sagte, Sie haben von Geburt an etwas Wurmstichiges. Er gebrauchte genau den Ausdruck. Vermoulu. Vermoulu. Was meinte er damit? Ich verstand's auch nicht und bat um eine Erklärung. Da sagte der alte Zyniker. Ja, was hat er gesagt? Er sagte, die Sünden der Väter werden heimgesucht an den Kindern. Die Sünden der Väter. Ich hätte ihm fast ins Gesicht geschlagen. Die Sünden der Väter. Was meinst du? Natürlich versicherte ich ihm, davon könne überhaupt nicht die Rede sein. Glaubst du, er ließ sich überzeugen? Nein, er blieb dabei. Erst als ich ihm deine Briefe übersetzt hatte und die Stellen, die sich auf Vater bezogen, da... Da? Ja, da musste er zugeben, dass er sich geirrt hatte. Er erklärte mir, es sei unheilbar und ich hätte eben vorsichtiger sein sollen in meiner Jugend. Also selbst verschuldet. Durch das unbeschwerte, glückliche Jugendleben. Nein, nein, Oswald. Glaub das nicht. Es gäbe keine andere Erklärung, sagte er. Das ist ja das Furchtbare. Unheilbar zerrüttet aus Unbesonnenheit. Wäre es etwas Vererbtes, etwas, wofür man nichts kann, aber so... Mein lieber, guter Oswald, nein, nein. So verzweifelt, wie du glaubst, steht es nicht um dich. Oh, du weißt nicht. Mutter, du... Besorg mir was zu trinken, Mutter, ja? Trinken? Was willst du jetzt trinken? Ach, irgendwas. Da ist doch kalten Punsch im Haus oder so. Mein lieber Oswald. Widersprich mir nicht! Ich brauch was! Bitte. Bitte, ich brauch was. Um diese quälenden Gedanken loszuwerden. Wie dunkel es hier ist. Dieses ewige Regenwetter. Wochenlang kann das dauern. Wie sieht man hier einen Sonnenstrahl? Oswald, du willst wieder weg von mir. Das denkst du doch. Ach, ich denke überhaupt nichts. Das lasse ich lieber. Gnädige Frau, haben geläutet. Bring uns die Lampe, Regine. Sofort, gnädige Frau. Sie brennt schon. Oswald, verschweig mir nichts. Nein, nein, Mutter, ich glaube, ich habe dir sehr viel gesagt. Regine, bring uns bitte eine halbe Flasche Champagner. Jawohl, gnädige Frau. Das ist gut. Oh, ich wusste, du lässt deinen Sohn nicht verdursten, Mutter. Hm? Ach, mein armer, lieber Oswald, was könnte ich dir abschlagen? Ist das wahr? Wirklich? Wie war's? Dass du mir nichts abschlagen kannst? Mein lieber Oswald. Soll ich servieren? Danke. Das mache ich selbst. Was hast du damit gemeint? Was soll ich dir nicht abschlagen? Erst ein Glas oder zwei. Danke, nicht für mich. Gut, dann für mich. Nun.
Sag mal, was hältst du von Regine? Hm? Was ich von ihr halte? Ja? Ist sie nicht fabelhaft? Mein lieber Oswald, ich kenne sie besser als du. Und? Leider ist Regine zu lange zu Hause gewesen. Ich hätte sie früher zu mir nehmen sollen. Mutter, sieht sie nicht prachtvoll aus? Regine hat viele und große Fehler. Ach, was macht das? Trotzdem mag ich sie. Um keinen Preis der Welt möchte ich, dass sie etwas zustößt. Mutter, Regine ist meine einzige Rettung. Was meinst du damit? Allein ertrage ich diese Qual nicht. Darum kam ich zu dir, aber es geht nicht. Ich weiß es, es geht nicht. Oswald. Mutter, ich muss weg von dir. Wäre es nur die Krankheit, Mutter, ich würde bei dir bleiben, aber diese Angst, diese schreckliche Angst. Welche Angst? Was meinst du? Frag nicht weiter, Mutter, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht erklären. Was tust du? Ich will, dass mein Junge glücklich ist. Er soll sich nicht quälen. Mehr Champagner, eine ganze Flasche. Oh, Mutter. Wie auf dem Gut verstehen, auch zu leben. Ist sie nicht wunderschön, wie sie gebaut ist und kerngesund? Was wird? Kerngesund. Wir wollen in Ruhe darüber sprechen. Mhm. Mutter, ich habe noch was wieder gut zu machen an Regine. Du? Ja. Als ich das letzte Mal zu Hause war, dann... Ja? Da hat sie mich über Paris ausgefragt und ich sagte, hätten Sie nicht mal Lust, selbst nach Paris zu fahren? Und? Da wurde sie über und über rot. Doch, sagte sie, dazu hätte ich Lust. Ja, 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 sagte ich, das lässt sich sicher machen oder sowas. Nun? Ja, und gestern, als ich sie fragte, ob sie sich freut, dass ich so lange hier bleiben würde und so. Ja? Da sah sie mich so merkwürdig an und fragte, und was wird aus meiner Reise nach Paris? Ihre Reise. Mutter. Deswegen hat sie angefangen, Französisch zu lernen. Sie hat die ganze Zeit an mich gedacht. Sie ist meine Rettung. Sie ist voller Lebensfreude. Lebensfreude? Voller Lebensfreude. Kann das die Rettung sein? Bitte entschuldigen Sie, dass es so lange gedauert hat. Ich musste erst in den Keller. Bring noch ein Glas, Regine. Das Glas der gnädigen Frau steht daher. Hm. Und eins für dich? Nun? Die gnädige Frau ist einverstanden. Hol das Glas, Regine. Wie sie geht, so leicht und frei. Das wird nicht geschehen, Oswald. Die Sache ist entschieden, das siehst du doch. Widerspruch ist sinnlos. Regine! Regine! Komm! Setz dich. Setz dich, Regine. Oswald, du sprachst von der Lebensfreude. Was hast du damit gemeint? Lebensfreude, Mutter. Die kennt ihr hier nicht. Die habe ich hier nie gespürt. Auch nicht, wenn du bei mir bist. Ach, das verstehst du nicht. Doch, doch. Ich glaube, ich verstehe jetzt. Lebensfreude und Arbeitsfreude. Im Grunde ist das eins, das versteht ihr nicht. Vielleicht hast du recht. Sprich weiter, Oswald. Mann, hier redet man den Leuten ein, Arbeit sei ein Fluch, eine Strafe. Und das Leben ein Jammertal, das man je eher, desto besser hinter sich lässt. Ein Jammertal. Das machen wir daraus, brav und bieder. Mutter, hast du denn nie bemerkt, dass meine Malerei nur zu tun hat mit Lebensfreude? Immer wieder Lebensfreude. Licht, Sonne, Freiheit. Und strahlende, glückliche Menschen, Mutter. Darum habe ich Angst, bei dir zu bleiben. Hier. Und wovor hast du hier Angst? Dass alles in mir hässlich wird.
Alles. Jetzt sehe ich den Zusammenhang. Was siehst du? Jetzt sehe ich ihn zum ersten Mal. Ganz klar. Jetzt kann ich sprechen. Mutter, ich verstehe dich nicht. Ja, jetzt kann ich sprechen. Soll ich gehen? Nein, bleib, Regine. Jetzt kann ich sprechen. Jetzt, mein Junge, sollst du alles wissen und dann kannst du wählen. Oswald, Regine. Still, der Pastor. Ja, ja. Das war eine herzerbauliche Zusammenkunft. Ja. Engstrand muss man unterstützen bei seinem Seemannsheim. Regine muss zu ihm. Helfen, helfen. Nein, danke, Herr Pastor. Helfen. Was? Hier? Ein Glas in der Hand? Pardon. Regine reist mit mir, Herr Pastor. Reist? Mhm. Mit Ihnen? Als meine Frau? Nein. Wenn Sie will? Allmächtiger. Ich kann nichts dafür, Herr Pastor. Oder sie bleibt, wenn ich bleibe. Hier? Mhm. Ich bin wie versteinert, Frau Eyring. Nichts davon geschieht. Jetzt werde ich sprechen. Nein, das werden Sie nicht. Doch. Nein. Doch. Nein, das werden ich Sie kann und nein, das ich will. Gnädige Frau, nein. Hören Sie. Mutter, was verheimlicht draußen Sie? Schreien die Leute. Frau Eyring. Gnädige Frau, draußen schreien die Leute. Psst. Was ist denn los? Woher kommt dieses Licht? Die Anstalt brennt. Brennt unmöglich. Ich war doch eben noch da. Egal, Vaters Anstalt. Regine, mein Tuch. Sie brennt lichterloh. Schrecklich. Frau Alving. Frau Alving, das ist das Strafgericht über dieses Haus. Ja, ja, ja. Komm, Regine. Gehen wir. Niedergebrannt. Bis auf den Grund. In den Kellern brennt es noch. Dass Oswald nicht kommt. Es gibt nichts zu retten. Vielleicht sollte ich ihm den Hut bringen. Er hat keinen Hut? Nein, er hängt da im Flur. Lass ihn hängen. Er muss gleich kommen. Ich sehe mal nach. Ich sehe mal nach. Frau Alving, nicht da? Sie ist eben in den Garten. Es ist die schrecklichste Nacht meines Lebens. Ja, Herr Pastor. Ist das nicht ein grauenhaftes Unglück? Sprechen Sie nicht davon. Ich wage kaum daran zu denken. Wie konnte das geschehen? Woher soll ich das wissen? Wollen Sie mich auch schon? Reicht es nicht, dass Ihr Vater... Was? Ganz verrückt hat er mich gemacht. Herr Pastor! Herr Pastor! Hier sind Sie auch schon hinter mir her. Ja, leider muss ich das. Hol mich der Teufel. Jesus, ist das nicht schrecklich, Herr Pastor? Ja, ja, leider, leider. Was ist denn los? Ach, das kam alles wegen der Andacht. Jetzt haben wir den Fisch an der Angel, mein Kind. Und dass ich schuld bin,
dass Pastor Manders schuld ist. Engstrand. Mit den Kerzen hat doch niemand anders hantiert, außer Herrn Pastor. Das behaupten Sie. Ich dagegen kann mich nicht erinnern, eine Kerze in der Hand gehabt zu haben. Wo ich doch gesehen habe, wie Herr Pastor den Docht in die Hobelspäne geworfen haben. Das haben Sie gesehen? Genau. Unmöglich. Das begreife ich nicht. Das ist gar nicht meine Art, Kerzen mit den Fingern auszumachen. Es sah auch sehr unvorsichtig aus. Ist denn das so wichtig, Herr Pastor? Ach, hören Sie doch auf zu fragen. Herr Pastor haben bestimmt nicht versichert. Nein, nein, das wissen Sie doch. Tja, sehr zahm, wenn die Zeitungen nicht umgehen mit Herrn Pastor, glaube ich. Daran denke ich ja dauernd. Das ist das Schlimmste bei all dem. Diese gehässigen Angriffe und Beschuldigungen. Schrecklich, sich das vorzustellen. Die Leute sagen, er ist nicht wegzukriegen vom Löschen. Vor allen Dingen. Ihre Festrede müssen Sie nun doch nicht mehr halten, Pastor Manders. Oh, ich hätte sie viel, viel lieber gehalten. Glauben Sie mir, es ist das Beste so. Die Anstalt wäre niemand zum Segen geworden. Glauben Sie? Glauben Sie es? Warten Sie auf Pastor Manders? Trotzdem, es ist ein großes Unglück. Das tue ich. Setzen Sie sich so lange. Danke. Ich stehe lieber. Mit dem nächsten Schiff? In einer Stunde, ja. Bitte nehmen Sie alle Papiere an sich. Vor allen Dingen. Sie regeln das alles nach eigenem Ermessen. Herzlich gern. Den Hof Solvik sollte man der Gemeinde überschreiben. Ich will nichts mehr hören von der Sache. Die Zinsen des Bankguthabens könnte ich vielleicht zur Unterstützung anderer wohltätiger Einrichtungen der Stadt zur Verfügung stellen. Wie Sie wollen. Mir ist das vollkommen gleichgültig. Und vergessen Sie nicht mein Seemannsheim, Herr Pastor. Gewiss, gewiss, das will bedacht sein. Nicht bedacht, verdammt! Jesus. Leider weiß ich nicht, ob die öffentliche Meinung mich nicht zwingen wird, zurückzutreten. Alles hängt vom Ausgang der Branduntersuchung ab. Was sagen Sie? Das Resultat ist gar nicht abzusehen. Doch. Doch. Hier steht Jakob Engstrand. Und? Jakob Engstrand ist nicht der Mann, der einen Wohltäter verrät in der Stunde der Not, wie man sagt. Lieber. Wie? Warten Sie es ab. Ich weiß einen, der schon einmal die Schuld eines anderen auf sich nahm. Damals. Was? Warten Sie es ab. Jakob. Sie sind ein Ausnahmemensch. Sie sollen Ihr Seemannsheim haben. Das verspreche ich Ihnen. Nun aber fort. Wir beide reisen zusammen. Ja. Oh, Jakob. Komm mit, du Gans. Sollst leben wie Gott in Frankreich. Merci. Leben Sie wohl, Frau Ali. Leben Sie wohl, Mandes. Leb wohl, mein Kind. Leb wohl. Und wenn was ist, du weißt, wo Jakob Engstrand zu finden ist. Kleine Hafenstraße. Das Haus für meine Seeleute soll heißen Kammerherr Alvings Hospiz. Kammerherr Alvings Hospiz. Und wenn ich es nach meinen Wenn ich es nach meinen Überzeugungen führen darf, so soll es dem seligen Kammerherrn zur Ehre gereichen. Leben Sie wohl. Leben Sie wohl. Kommen Sie, Engstrand. Kleine Hafenstraße. Kommen Sie, Engstrand. Was für ein Haus meint er? Eine
Art Heim, das er und Pastor Manders gründen wollen. Hm. Es wird verbrennen wie das hier. Wie kommst du darauf? Alles wird verbrennen. Nichts wird mir an Vater erinnern. Ich verbrenne auch. Oswald, du bist so lange da unten gewesen, mein armer Junge. Ja, ich glaube, du hast recht, Mutter. Lass mich dein Gesicht abtrocknen. Du bist ganz nass. Danke, Mutter. Bist du nicht müde, Oswald? Willst du schlafen? Nein. Nein, nicht schlafen. Nicht schlafen. Ich schlaf nie. Ich tu nur so. Das hat Zeit. Du bist krank, mein Junge. Alvin ist krank? Mach alle Türen zu. Diese Angst. Mach zu, Regine. Diese schreckliche Angst. So, mein Junge. Jetzt bleib ich bei dir. Ja, ja, tu das. Regine soll auch hier bleiben. Regine soll immer bei mir sein. Du hilfst mir, Regine, ja? Ich verstehe nicht. Helfen? Ja. Ja, ja, wenn's nötig ist. Oswald, hier ist deine Mutter. Die wird dir helfen. Du? Deine Mutter. Du? Warum sagst du nicht du zu mir, Regine? Warum nennst du mich nicht Oswald? Ja? Ich glaube, es wäre der gnädigen Frau nicht recht. Bald wirst du es tun. Setz dich, Regine. Oswald, du hast heute Abend von der Lebensfreude gesprochen. Mhm. Da ging mir plötzlich ein Licht auf über vieles in meinem Leben. Verstehe ich nicht. Du hättest deinen Vater sehen sollen, als junger Leutnant. Er war voller Lebensfreude. Du? Ich weiß. Ein strahlender Mensch. Unbändige Kraft und Lebensfülle steckte in ihm. Und? Er musste hier leben. In einer mittleren Stadt, die keine Freude zu bieten hatte, nur Vergnügung, billiges Amüsement. Statt einer Lebensaufgabe der Dienst. Statt Arbeit, auf die er sich hätte mit vollem Herzen stürzen können, Geschäfte. Und ohne einen einzigen wirklichen Freund. Stattdessen Spießer, Saufkumpane. Mutter. Es kam, wie es kommen musste. Wie? Was kam? Dein armer Vater wusste wohl nicht, wohin mit seiner Sehnsucht. Und ich brachte auch keine Freude ins Haus. Ich fürchte, ich habe dieses Haus unerträglich gemacht für deinen Vater. Warum hast du mir das nie geschrieben? Ich habe es nie so gesehen. Ich weiß das erst jetzt. Ich sah immer nur, dein Vater war ein zerrütteter Mann, bevor du geboren wurdest. Du hast deine Krankheit von ihm. Aha. Und ich dachte nur eines Tag aus, Tag ein. Dass Regine eigentlich auch hier ins Haus gehörte wie du. Regine? Ich? Jetzt wisst ihr es beide. Mutter war also so eine? Deine Mutter war sehr tüchtig, Regine. Trotzdem war sie so eine. Gnädige Frau, darf ich jetzt abreisen? Wirklich, Regine? Jetzt? Du gehörst doch hierher. Leider nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Sieh her, Alvin. Ich darf wohl Oswald sagen. Regine, ich bin nicht offen zu dir gewesen. Nein, bei Gott nicht.
hätte ich gewusst, dass Oswald krank ist. Etwas Ernsthaftes kann jetzt sowieso nicht mehr zwischen uns sein. Nein, auf dem Land bleibe ich nicht. Ich opfere mich nicht für kranke Leute. Auch nicht für mich? Wirklich nicht. Ein armes Mädchen muss seine Jugend nutzen, sonst steht es plötzlich auf der Straße. Ich bin auch voller Lebensfreude, gnädige Frau. Leider. Wirf dich nicht weg, Regine. Was passiert, passiert. Weiß Pastor Manders Bescheid über mich? Pastor Manders weiß alles. Ich muss das Schiff noch erreichen. Ich habe einen Anspruch auf das Geld, genau wie er, dieser widerliche Tischler. Das sei dir gegönnt, Regine. Gnädige Frau hätte mich erziehen können, wie bessere Leute Kind. Das hätte eher zu mir gepasst. Scheiße! Ist auch egal. Champagner trinke ich sicher noch mit feineren Herrschaften. Wenn du nicht weißt, wohin, Regine, komm zu mir. Vielen Dank, gnädige Frau. Pastor Manders wird sich meine annehmen. Und wenn es wirklich schief geht, dann weiß ich ein Haus, wo ich hingehöre. Welches? Kammerherr Alvin Suspiz. Regine, du gehst zugrunde. Ach, Quatsch! Adieu! Ist sie weg? Ist sie weg? Ja. Ich glaube, das war ein Fehler. Hat es dich sehr getroffen, mein lieber, lieber Junge? Das mit Vater? Eigentlich ist es mir egal. Egal? Dass dein armer Vater so grenzenlos unglücklich war? Ich habe Mitleid mit ihm, wie mit jedem anderen auch. Dein eigener Vater? Ach, Vater, Vater. Meinen Vater kenne ich gar nicht. Ich weiß nur, dass ich seinetwegen einmal kotzen musste. Sollte ein Kind seinen Vater nicht trotzdem lieben? Wenn es ihm nichts verdankt? Ihn gar nicht gekannt hat? Oswald, du liebst mich auch nicht. Ja, dich kenne ich wenigstens. Kennen, ja. Das ist alles. Du kannst mir helfen, Mutter. Jetzt, wo ich krank bin. Oh ja, das will ich. Oh, ich könnte deine Krankheit segnen, weil sie dich zu mir nach Hause geführt hat. Ich weiß. Ich hab dich nicht. Ich muss dich erst noch gewinnen. Ja, Mutter. Ich bin ein kranker Mensch. Ich kann mich nicht mit anderen beschäftigen. Ich muss an mich selbst denken. Gut. Ich werde still sein. Es ist sehr spät. Es ist früher Morgen. Über den Bergen wird es schon hell. Wir bekommen schönes Wetter. Bald siehst du die Sonne, Oswald. Darauf freue ich mich. Oh, es gibt so viel, worüber ich mich freue. Hoffentlich. Wofür ich leben möchte. Auch wenn ich nicht arbeiten kann. Ach, bald wirst du wieder arbeiten. Lass diese Gedanken. Wir wollen miteinander sprechen, Mutter, ja? Ja, das wollen wir. Komm, setz dich. Inzwischen geht die Sonne auf. Und dann weißt du es und ich habe keine Angst mehr. Was weiß ich dann? Du musst jetzt ganz ruhig sitzen bleiben, wenn ich es dir erzähle. Was ist denn? Du darfst nicht schreien, hörst du? Versprich mir das, Mutter. Lass uns ganz ruhig darüber reden. Versprich mir das, Mutter, ja? Ja, ich verspreche es. Du musst nämlich wissen, die Müdigkeit, dass ich nicht arbeiten kann, das ist nicht die eigentliche Krankheit. Die Krankheit, die ich geerbt habe, die sitzt da drin. Oswald! Schrei nicht, das ertrage ich nicht. Die Krankheit sitzt da drin und lauert.
Sie können jederzeit ausbrechen, verstehst du? Sei ruhig, so steht's um mich. Das ist nicht wahr. Einen Anfall hatte ich schon in Paris. Das ist unmöglich. Der war kurz. Als ich erfuhr, was mit mir los war, bekam ich so eine rasende Angst. Ich fuhr zu dir, so schnell ich konnte. Was ist die Angst? Das ist eine gewöhnliche, tödliche Krankheit. Vor dem Sterben habe ich keine Angst, obwohl ich schon gern so lange wie möglich leben möchte, aber das... Das musst du, mein Junge. Das ist zu abscheulich. Wieder in Windeln liegen, gefüttert werden müssen. Das ertrage ich nicht, Mutter, das ist zu abscheulich. Wie ein Wickelkind. Ein Kind wird von seiner Mutter gepflegt. Nein! Niemals! Nie! Das will ich nicht. Jahrelang da liegen müssen, alt und grau werden. Inzwischen stirbst du vielleicht vor mir. Das muss keineswegs sofort tödlich sein, sagte der Arzt. Er sprach von Gehirnerweichung. Schöner Ausdruck. Ich denke dabei an Vorhänge aus kirschrotem Seidensamt, die man lustvoll streicheln kann. Oswald! Du hast mir Regine genommen. Wenn ich sie hätte, sie würde mir helfen. Was meinst du damit? Gibt es irgendeine Hilfe auf der Welt, die ich dir verweigern würde? Mutter, der Arzt sagte, wenn es wiederkäme und es kommt wieder, da gibt es keine Hoffnung. Er war so herzlos. Ich hab's von ihm verlangt. Ich sagte, ich hätte Verfügungen zu treffen. Das hatte ich auch. Siehst du das, Mutter? Was ist das? Morphium. Oswald, mein Junge? Eine Überdosis. Ich habe 12 Kapseln. Gib mir die Dose, Oswald. Noch nicht, Mutter. Noch nicht. Das überlebe ich nicht. Wäre Regine hier? Ich hätte sie um diese letzte Hilfe gebeten. Niemals würde Regine das tun. Regine würde es tun. Regine ist so fantastisch leichtsinnig. Außerdem wäre sie es bald leid geworden, einen Kranken wie mich zu pflegen. Gott sei Dank, dass Regine nicht hier ist. Ja, Mutter. Jetzt musst du mir diese letzte Hilfe geben. Ich? Wer steht mir näher als du? Ich, deine Mutter! Genau deshalb! Ich habe dir das Leben geschenkt! Ich habe dich nicht gebeten! Um das Leben! Was für ein Leben hast du mir geschenkt? Wozu? Wozu? Ich will es nicht! Nimm es zurück! Hilfe! 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 Bleib bei mir! Mutter, wo willst du hin? Niemand kommt rein! Kannst du mich so leiden sehen in dieser grauenhaften Angst? Meine Hand drauf. Du wirst es tun? Wenn es nötig ist. Nötig sein. Nein, nein, das ist unmöglich. Das wollen wir hoffen. Lass uns zusammenleben, solange wir können, Mutter. Schreckliche Fantasien.
Nur Fantasien. Du hast die Aufregung nicht vertragen. Du musst jetzt ausruhen. Zu Hause. Bei deiner Mutter. Mein lieber, lieber Junge. Ach, du sollst alles haben, auf das du zeigst. Wie damals als Kind. Siehst du, der Anfall ist vorüber und es ging ganz leicht. Ich habe es gewusst. Sieh mal, Oswald. Ein herrlicher Tag. Strahlende Sonne. Jetzt siehst du deine Heimat richtig. Brücke. Gib mir die Sonne. Was sagst du? Die Sonne. Was ist denn, Oswald? Die Sonne. Ach, Oswald, was ist denn? Oswald, Oswald, sieh mich an. Erkennst du mich nicht? Nein.